Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute sind wir mal auf einer Webseite, und zwar ist das Forge. Denn heute ist ein etwas anderes Video. Heute zeige ich euch, wie ihr Mods downloaden könnt. Anhand von Screenshots. Und ja, erstmal Forge hier. Bei Forge ist eigentlich ganz simpel. Und das wird auch bei den meisten Mods genommen als Mod-Installer. Wenn ihr Mac habt, dann solltet ihr hier den Installer nehmen. Oder hier. Kommt nicht drauf an, ob rechts oder links ist. Beides eigentlich gleich gut. Ich habe keine schlechten Erfahrungen. Also bei Mac hier den Installer, dann kriegt ihr eine Chart-Datei. Und bei Windows Installer Win. Sobald ihr den jetzt habt, ich gehe jetzt zum Beispiel mal in die 1.7. Ja. Oder nee. Wofür habe ich denn kein Mod-Zeugs? 1.10.2. Gehe ich mal drauf. Dann steht hier Download Mod Leistest. Und ich würde immer den nehmen, der den Stern ganz ausgefüllt hat. Das ist nämlich der mit besseren Bewertungen. Hier, ich muss jetzt Windows Installer nehmen. Und jetzt kommt ihr auf diese Seite. Diese Seite ist eigentlich ganz simpel. Warten und dann kommt Clip. Klickt ihr aufs Clip, seht ihr hier unten, jetzt bei Google Chrome, wird hier unten schon gedownloadet. Dann steht das, wurde gedownloadet. Jetzt wechseln wir. Ihr seht jetzt das Hintergrund Minecraft, aber es ist nicht weiter schlimm. Ihr müsst auf jeden Fall diese Datei hier, müsst ihr diese Datei ausführen. Wie ihr das macht, sollte jedem bekannt sein. Einfach Doppelklick drauf und sehen wir uns, nachdem die Datei ausgeführt wird. Ja, da sind wir wieder. Ihr seht jetzt ein Bild eingeblendet. Das Bild dort müsst ihr jetzt einfach auf OK drücken. Also das ist vom Forge das Bild. Wenn ihr ausgeführt habt, kommt nämlich dieses Fenster. Da klickt ihr jetzt einfach auf OK. Und nachher kriegt ihr nachher ist es so, dass ihr wird so downloaded, Meldung, okay, es wurde alles gut gedownloadet, ist alles gut gelaufen, außer es läuft nicht gut. Und danach nicht Panik kriegen oder so, das sollt ihr auch nicht, denn jetzt ist es weg. Jetzt macht ihr mit der Windows-Taste bei Windows, also ihr gebt einfach, ihr geht den neuen Explorer oder macht bei Windows, Windows-Taste und R und Enter. Dann seht ihr ganz viele verschiedene Orte, wie ein Bild jetzt, und ihr geht auf den Punkt Minecraft Ordner. Dann seht ihr dort drin einen Ordner namens Mods. Geht ihr ebenfalls drauf, mit Doppelklick natürlich. Und wenn ihr auf dem Ordner drauf seid, dann zieht ihr dort einfach eure Mods rein. Und wenn bei euch der Ordner fehlt, namens Mods, dann macht ihr es euch ganz leicht. Schreibt einen Ordner, der MODS heißt. Mods. Dann sind wir auch schon fertig mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, mir ist jetzt gerade die Verbindung unterbrochen. Und damit, ciao Leute!